nach der sehr schlechten Leistung gegen Straubing war das doch, ich würde sagen, eine klassische Trotzreaktion. Ja, wir waren sehr fokussiert, hatten durch den guten Einstieg gegen VCO ja, ordentlich Selbstbewusstsein getankt, um dann ja mit so einer fulminanten Leistung gegen Potsdam zu gewinnen, was natürlich erstmal nicht absehbar war. Wir haben uns auf ein schwereres Spiel gegen Potsdam eingestellt und ja, haben dann aber geschlossen als Team eine unglaublich gute Leistung gezeigt. Ich würde sagen, eine der besten Leistungen dieser Saison. Und ja, das möchten wir natürlich auch dem heimischen Publikum an diesem Wochenende präsentieren. Ja, am kommenden Sonntag erwarten uns die Roten Raben aus Vilsbiburg, ein direkter Tabellennachbar. Es geht ganz schön eng zu da oben, deswegen möchten wir ja, an die gute Leistung vom letzten Wochenende und auch vom Hinrundenspiel mit einem 3-0-Sieg gegen die Roten Raben ja, sehr gerne an diesen Trend anknüpfen und uns da oben mit Platz 3 noch ein bisschen weiter absetzen. Liebe Leute da draußen, wir haben noch ein bisschen was gut zu machen in eigener Halle. Also würden wir uns freuen, wenn ihr zu uns kommt am Sonntag 14:30 wie immer. Und ihr könnt euch von unserem Aufwärtstrend überzeugen. Also wir werden euch sicher nicht enttäuschen. Wir sehen uns.